Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei Minecraft mit eurer Nizi. Ich habe mir die Schweine organisiert, könnt ihr hier sehen, und da sind natürlich ausgerechnet auch ein paar Hasen mitgekommen. Die habe ich schon einmal vermehrt, die Schweine. 4 Stück waren es, jetzt haben wir 6. Die Hasen habe ich auch einmal vermehrt. Ich weiß allerdings nicht, ob die da in dem Stall bleiben. Möchte auch rein. Keine Ahnung. Ja, und wir haben heute mal ein bisschen was anderes vor. Ich habe mir überlegt, ich baue jetzt hier schon so lange rum. Wird vielleicht ein bisschen langweilig, sage ich vorweg, weil ich brauche mal wieder Abwechslung. Ich werde als erstes in mein altes Zuhause reisen und mich mal an den Zaubertisch begeben. Und dann möchte ich gerne nochmal in den Sumpf. Für alle diejenigen, die jetzt dazu geschaltet haben erst, die also meine alten Filmchen nicht kennen, die können dann mal meine anderen Häuschen angucken. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ich werde erstmal gucken, was ich für Verzauberungen überhaupt drauf bekomme. Ich habe mir nämlich noch eine Spitzhacke gemacht und eine Axt. Es ist komisch. Jedes Mal, wenn ich hier reinkomme, dann hänge ich. Aber okay. Das ist halt Magie. So, dann gucken wir erstmal, was wir auf die Axt bekommen. Effizienz, Haltbarkeit, Haltbarkeit. Und die Spitzhacke. Ich meine, so eine Axt mit Effizienz ist ja gar nicht so schlecht. Das machen wir auch mal. Es ist komisch. Normalerweise bekommt man doch da noch andere Sachen mit drauf. Ich habe jetzt wirklich nur Effizienz bekommen. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise habe ich immer das Glück gehabt, dass ich hier immer mehrere Sachen bekommen habe. Ja. Behutsamkeit und Effizienz. Okay, alles klar. Jetzt haben wir nicht mehr genug Level. Die lasse ich mal so, wie sie ist. Ich bin auch echt am Überlegen, ob ich die Bücherregale hier abbaue und mitnehme. Aber ich denke, solange ich noch da keinen Raum habe, wo ich den Zaubertisch vernünftig aufstellen kann, werde ich das erstmal so lassen. Ja, jetzt bin ich echt voll am Überlegen, ob ich mit euch zu Fuß hinlatsche in den Sumpf oder ob ich mich teleportiere. So ein Pferdchen wäre ja nicht schlecht. Für alle, die es nicht wissen, als ich hier angefangen habe, auf meinem eigenen Server zu spielen, habe ich gesagt, ich will das so machen, dass ich hier praktisch einen Hauptsitz habe und dann immer so ein bisschen weiter reise und mir die Straßen dann nach und nach ausbaue. Also angefangen habe ich schon, könnt ihr ja hier sehen. Ich werde auch einfach mal rennen, das mache ich ja sonst nie. Da muss aber noch einiges getan werden. Und ja, dann habe ich mir so gedacht, immer wenn ein neues Biom kommt oder irgendwo ein Ort, der mir besonders gefällt, dann werde ich da mir eine kleine Unterkunft bauen, so eine Art Gasthaus oder Herberge oder wie auch immer. Und mir da halt ein Bett aufstellen und eine Truhe und sowas, dass ich da halt übernachten kann und mich ein bisschen aufhalten kann. Und dann halt wieder weiterreise. Aber dadurch, dass ich ja jetzt dieses Dorf gefunden habe, bin ich da erstmal hängen geblieben und bin dabei halt, das alles auszubauen. Was mir auch echt riesen viel Spaß macht. Und dann werde ich mal schauen, wo mich der Weg hier bei Minecraft noch so hinführt. Ich werde auf jeden Fall hier noch weiterreisen. Und auch noch ein bisschen hier das Ei sammle ich einfach mal ein. Dankeschön, Huhn.
Ja, und mir auf jeden Fall auch noch weiterhin ein paar Straßen ausbauen. Das werde ich auch alles nach und teilweise auch ohne Aufnahme machen. Habe ich eh schon, weil das wirklich absolut langweilig ist. Für euch denke ich mir mal, und die Straßen ausbauen kann ich auf jeden Fall immer ohne Aufnahme machen. Ja, das fand ich hier ganz schön. Hier ist ein Wasserfall. Und die hatte ich ja auch schon angefangen, das alles so ein bisschen mit Ranken bewachsen zu lassen. Das ist hier halt ein Durchgang, damit man den Wasserfall umgehen kann. Hier hatte ich eine Höhle gefunden, die allerdings irgendwie, glaube ich, nicht so ergiebig war, wenn mich nicht alles täuscht. Und hier ist halt Sumpfbiom und da habe ich natürlich auch ein kleines Gasthaus gebaut. Bin ich natürlich auch noch nicht fertig. Ja, hier habe ich ein paar Bäume gepflanzt und ich fand das ganz toll hier mit diesen Ranken eigentlich. Und hier sind wir schon am Gasthaus. Ich hatte hier Öfen aufgestellt, jede Menge, weil ich hier mir Lehm gebrannt habe. Ja, hier ist so ein kleiner, so eine Art Biergarten. Ach, hier habe ich auch noch Mohrrüben, das ist gut. Aber die lasse ich hier. Ja, und das Haus hat auch einen Hinterausgang. Das hat einen guten Grund, weil hier geht's zu einer Terrasse, weil hier hinten ist ein richtig genialer Lavafall und hier habe ich halt Sitzgelegenheiten aufgestellt. Dann können die Leute hier sitzen und sich bewirten lassen und hier eine schöne Aussicht genießen. Hier ist ein Kiosk, den habe ich auch noch nicht ausgebaut weiter. Da habe ich also noch nichts gemacht. Ich wollte hier ursprünglich so eine Art Badeanstalt bauen, aber fand es dann doch ein bisschen doof. Und habe das Ganze halt umgemodelt, weil es ist ja nicht gerade sehr schön sonnig und hell, dass ich mir gedacht habe, eine Badeanstalt wäre nicht so super. Und hier wollte ich eigentlich auch noch einen kleinen Steg rausbauen, um ja, angeln zu können. Habe ich auch noch nicht fertig gemacht. Wie ihr seht, ich fange alles an, mache nichts fertig. Und ich müsste eigentlich hier ein bisschen Lehm suchen, aber ich habe hier schon ziemlich viel Lehm abgebaut, das weiß ich. Aber hier ist noch was, denke ich. Oder ist das Sand? Nee, es ist Lehm. Das ist gut. Damit wir endlich mal unser Dach fertig bekommen. Also ich habe hier praktisch so eine kleine Einkaufsliste gemacht, was ich unterwegs noch so mitnehmen möchte. Und ich denke, ich werde auf jeden Fall vielleicht auch noch mal bei meinem Birkenhaus vorbei gucken. Jetzt muss ich langsam mal auftauchen. Hier ist auch noch Lehm, das ist sehr gut. Jetzt werde ich hier weggeschwemmt. Vielleicht nehme ich mir auch noch mal so ein paar Blätter mit. Seerosenblätter heißen die Dinger, genau. Ich hoffe, ich habe alles eingesammelt. Bin mal so ein bisschen planlos hier. Ich weiß gar nicht, ob man diese Blätter hier vermehren kann. Ich habe es noch gar nicht ausprobiert. Es würde mich echt mal interessieren. Ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt nicht wie, ob man das mit Knochenmehl machen könnte oder wie auch immer. Aber ich vermute mal, dass das nicht funktioniert. Die lasse ich liegen, weil das ist praktisch der Weg zu meinem Birkenhäuschen im Birkenwald. So, das ist hier nur mini, mini klein. Und hier oben kann man halt schlafen. Hier stehen drei Betten. Gucke ich mal hier rein. Also was ich hier an Ofenkartoffeln habe, das ist echt Wahnsinn. Das ist Eisenzeug. Ich gehe jetzt erstmal schlafen, weil es dunkel wird. Und ich weiß nicht, Ranken haben wir ja eigentlich noch. Ah, ich habe ja hier auch noch. Oh ja, okay. Ja, das lasse ich aber hier. Das brauche ich jetzt erstmal nicht unbedingt. Ich muss mir nur merken, dass ich halt hier noch Diamanten, Redstone, Lapis und so ein Gedöns habe. Ja, hier stehen Kühe. Die brauche ich. In meinem Dorf eigentlich.
Ja, ich laufe mal hier hinten ein bisschen hin und gucke, ob ich hier noch irgendwo bequem Lehm abbauen kann. Hier ist ja auch noch Sumpf. Denn ich habe hier schon ziemlich viel rumgewütet, denn ich benutze wirklich super gerne diese Steinziegel als Dach. Und das frisst ja wirklich immer sehr viel. Habe ich das jetzt eingesammelt? Ich hoffe. Sehr viel Lehm weg. Deswegen stehen da auch noch die ganzen Öfen rum. Habe ich mal gebrannt und dann wieder eingesammelt und irgendwas gemacht. Ich habe jetzt auch ehrlich gesagt keinen Bock hier ständig zu tauchen. Also Lehm abbauen macht wirklich absolut keinen Spaß. Und dann sieht man immer unter Wasser so schlecht, muss ich sagen. Das nervt mich auch so ein bisschen ab. Aber so ist das hier halt bei Minecraft. Ja, ihr seht, das ist alles ziemlich weit unten. Und ja, ein Loch und da muss ich natürlich reinfallen, alles klar. Ranken haben wir, soweit ich weiß, da. Weiß, man kann sich irgendwie eine Tür hinstellen und dann kann man hier unter Wasser atmen oder so, aber ich glaube, ich habe auch irgend so eine Verzauberung drauf, deswegen kann ich ein bisschen schneller abbauen. Und das mache ich jetzt auch einfach. Ah, jetzt kriege ich Schaden, jetzt sollte ich mal auftauchen. Aber egal. Ja, jetzt bin ich hier schon bald bei meiner Birkenwaldhütte, wenn ich weiter so latsche. So, das können wir doch bestimmt noch abbauen. Und dann wird es höchstwahrscheinlich eh nicht für ein komplettes Dach reichen. Aber ich werde den Lehm jetzt hier einfach mal brennen. Ich habe ja die ganzen Öfen hier stehen. Hoffe, dass ich auch noch genug Kohle habe. Ich Pilze? Ich glaube, aber sicher bin ich mir nicht. Könnten wir ja auch mal ein paar mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Und dann bauen wir uns ein paar Pilze an. Obwohl ich ehrlich gesagt mir nicht gerne Pilzsuppe mache, weil die nimmt ja immer einen kompletten Taschenplatz weg und das finde ich ein bisschen doof. Ich glaube, wenn man hier so irgendwo rüber geht, dann genau da so, dann kommt man zum Dorf. Und ich meine, das ist auch gar nicht so sehr weit weg von hier. So, ich denke mal, Kohle, doch, da ist sogar noch Kohle drin. Das finde ich ja richtig gut. Dann schmeiße ich das ganze Lehm hier rein. Ne? Deswegen, ne? Hier musste man ganz viele Öfen aufstellen, damit man halt das ganze Zeug brennen kann. Das brauche ich jetzt nicht mehr. Jetzt schmeiße ich alles nur in die Truhe und dann brennt es halt automatisch. Ja, weiß ich nicht. Soll ich hier noch was abbauen? Genau, Möhren. Die kann ich nochmal neu anbauen. Was essen müsste ich auch mal. Dann kann ich nachher meine Schweine züchten. So, erstmal satt essen hier. Ich habe so viel gearbeitet, dass ich jetzt echt Hunger hatte. wir könnten vielleicht noch mal so ein paar Blumen mitnehmen. Ich weiß gar nicht, ich habe ja da zwar ein Blumenbiom, aber ich glaube, ich habe diese Rosen nicht. Und ich denke, ich habe diese Sumpfblumen. Irgendwie habe ich hier keine gesehen. Ich meine, ich habe auch schon mal welche abgebaut, aber es sind ja wirklich keine Sumpfblumen, diese blauen, diese Orchideen oder wie man auch immer dazu sagt.
ist ja blöd irgendwie. Nee, tatsächlich. Nix da. Also entweder habe ich schon alles abgebaut oder es gab hier keine. Ja, schade. Oh, den habe ich glaube ich aber auch noch nicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, ich hätte schon mal welche hier abgebaut, aber doch nicht alle, oder? Fragen über Fragen. Blätter habe ich hier abgebaut. Ja, das ist jetzt blöd. Gut, dann haben wir halt Pech gehabt. Dann gibt es keine blauen Blumen. Dann gibt es halt nur Stockrosen und ja, ich denke, da wird sich auch das eine oder andere noch anfinden. Und wir basteln uns schon mal unsere Ziegel, damit ich sehe, wie viel wir hier überhaupt zusammenbekommen. Viele werden das nicht sein. Also jedenfalls nicht viele Treppen. So, das war's erstmal. Ja, da kriegen wir ja gar nichts raus. Das ist, ich denke, ich werde auch in Zukunft das so machen, dass ich mir keine Ziegeltreppen mehr bastel, sondern dann gehe ich eher mal in Nether rein und hole mir da diese Nether-Ziegel. Das Nether, wie heißt das? Quarz heißt das, glaube ich, nicht. Dieses Stein da, was man da einfach abbauen kann. Das ist ja schneller gefarmt als hier im Sumpf irgendwelches Lehmzeug. Ich meine, okay, vielleicht reicht es. Ja, dann gucken wir mal. So, 16 Stück habe ich bis jetzt. Reicht nie im Leben. Hatte ich da jetzt Möhren wieder angebaut? Ja, ne? Ja. Ja, das Weizen lasse ich. Ja, eigentlich total schön hier. Ich glaube, da hinten war auch eine, so eine Hexenhütte irgendwo. Wenn ich jetzt Optifine hätte, könnte ich das ranzoomen. Habe ich aber nicht. Müsste vielleicht auch mal gucken, ob der Sumpf da hinten noch viel weiter geht. Aber ich glaube, da kam einfach nur dieses Birkenbiom. Obwohl, doch da. Ja, da ist auch die Hexenhütte, genau. Da steht sie. Ja, ja. Ich latsche jetzt aber hier rum. Ich habe keinen Bock zu schwimmen. Ich glaube, das habe ich schon mal gemacht. Ja, hier scheint auch irgendwie eine Höhle zu sein. Also hier ist eine Höhle, aber irgendwie habe ich die noch nicht so großartig erkundigt. Da geht sicherlich noch mehr. Ich denke, in meine Birkenhütte werde ich nicht mehr düsen, weil soweit ich weiß, habe ich da nichts weiter mehr, was ich unbedingt dringend gebrauchen kann, und farmen muss ich da auch nichts. Ich habe da auch ein bisschen was angebaut gehabt vor der Hütte, das weiß ich noch. Ich gehe mal davon aus, dass ich da auch Möhren hatte und halt immer gucke ich in diesen Ofen. Und Zuckerrohr, Weizen halt. Kartoffeln hatte ich glaube ich noch gar nicht, als ich die Hütten hier hergebastelt habe. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher. Aber dann hätte ich ja auch irgendwo welche. So, 24 Stufen bis jetzt. Das ist noch nicht so alle Welt. Ich denke, ich kann auch jetzt erstmal wieder schlafen gehen.
und dann werde ich mal am nächsten Morgen nochmal in die Öfen gucken, da ist nichts passiert. Das finde ich echt schade, das müsste nachts auch ein bisschen schneller brennen. Also muss ja jetzt nicht fertig brennen, aber also wenigstens ein bisschen schneller wäre nicht schlecht. Ach genau, hier wollte ich ja auch noch den Keller ausbauen. Meine Güte, was ich alles machen wollte. So, da können wir die Hälfte mal rausnehmen und da reinpacken. Könnte ich ja mit den anderen Öfen auch machen. So. Dann lohnt es sich auch in die restlichen Öfen zu schauen. Ja, das lassen wir jetzt noch fertig brennen. Ich würde gerne ein paar Monster jagen gehen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier nichts weiter ist. Früher stand hier mal ein Creeper rum. Der hat mich hier erwartet. Ich glaube, die Aufnahme ist auch schon wieder zu Ende. Habe ich jetzt zweimal geschlafen? Ja, ich müsste zweimal geschlafen haben. Oh, hier ist noch Granit. Das ist schön. Das könnte ich ja auch noch abbauen. Aber ich denke, ich sage erstmal bye bye. Bis zum nächsten Mal. Eure Nizi.